Hallo und willkommen hier zu einem neuen Deckprofil zu Weiß-Schwarz und wieder Attack on Titan Karten, natürlich. Ich habe sonst keine anderen. Dann hier zweimal Since That Day mit dieser Climax-Karte, dann zweimal Day of Resolution. Dann einmal I Can Hear His Heartbeat. Und dreimal What We Should Focus On. Nun zu den Karten. Also wie man gesehen hat, es ist rot und gelb. Nun zu den Karten. Zweimal Under the Dying Breath Shaw. Der hat den Effekt, dass man die oberste Karte vom Deck anschauen kann und entweder unter das Deck oder auf das Deck wiederlegen kann. Und wenn diese Karte angreift, kann man dasselbe nochmal machen. Nur also wieder eine Karte vom Deck halt anschauen und wenn es eine Korpscharakter ist, in die Hand nehmen und dann eine andere Handkarte in den Waiting Room schicken. Ist Level 0, 1500. Ja, das geht. Dann haben wir hier noch den Relief Eren. Er hat einen Assist. Alle bekommen 500, die was in front of ihm, also die was vor ihm sind. Dann haben wir A Chain of Tragedies Armin. Ja, der sucht ein bisschen, kann suchen mit zwei Stockkosten. Dann haben wir hier dreimal A Chain of Tragedies Eren, hat 3000 Angriff. Ist jetzt eigentlich nur wegen dem da drinnen. Sonst hätte ich bessere, würde ich es auch besser reingeben. Dann dreimal Armin Alert, ist auch ein Assist mit 500 und kann auch einem Eren nochmal 500 Boost geben. Dann haben wir hier noch. Welchen legen wir hier zuerst noch hin? Okay, den Beyond the Walls Eren. Der mittlere Charakter bekommt 1000 Angriff dazu und er kann noch einen Brainstorm. Dann haben wir noch einen. Ich sage jetzt nicht so gut, die ganzen Level 0er eigentlich. Dann haben wir noch einen Level 0er 13.500, aber falls man dann keinen anderen Korpscharakter besitzt, dann muss er leider in den Waiting Room. So. Dann haben wir Level 1er, Paving a Way to the Future Eren. Er bekommt 500 für jede andere Korpscharakter während meiner Runde. Das ist nicht so schlecht. Dann hier noch zwei Backups. Und zwar der Anti-Device Omnidirectional Mobility Gear. Die zwei haben eigentlich fast denselben Effekt wie die neue Karte, die so ausschaut. Man kann das Deck nach einem Korpscharakter suchen, zeigen, in Hand nehmen und eine andere in die Hand zurückschicken. Und der ist eigentlich so, dass man einer, also die hat denselben Namen, aber man darf einen Korpscharakter, welcher gerade kämpft, in die Hand nehmen und einen anderen in den Waiting Room ebenfalls in die Hand nehmen und dann eine andere Karte von der anderen in den Waiting Room schicken. So. Welche haben wir dann da noch? Dann haben wir hier die Hand of Salvation oder irgendwie so. Hand of. Ja, genau, Salvation. Ja, man kann einen Korpscharakter in den Waiting Room in die Hand zurückschicken, eine Karte in der Hand wählen, in den Waiting Room hinlegen und einen Charakter wählen. Dieser bekommt 3000 Power bis zum Ende des Zuges. Das ist nicht so schlecht, das ist sehr gut eigentlich. Dann haben wir hier noch einen Backup mit 1000 Backup. Und falls es ein Ehren ist, dann bekommt er nochmal 1000 dazu. Dann haben wir zweimal den Hope in the Darkness of Despair Ehren Titan. Wenn er nicht einen Mikasa oder einen Armin noch habe, dann bekommt diese Karte noch 1500 Power dazu. Aber 7500 für einen Level 1er ist auch wieder heftig. Natürlich nicht so heftig wie bei meinem Titanendeck. Am Ende des Videos ist ein Link dazu. Da kannst du auch schauen, da schafft es ein Level 1er bis zu 9500 einfach problemlos. Gut, dann haben wir hier noch eine neue Karte, der Murderous irgendwas. Ein Ehrencharakter bekommt 4500 Power bis zu Ende der gegnerischen Runde. 4500, also man könnte auch den da natürlich nehmen. Sind es dann 6000 oder 12.000? 12.000, das ist voll arg. Dann haben wir hier noch. Hier die Sunset of your on your back, Mikasa. Wenn man einen anderen Eren hat, bekommt sie 1000 Power und Auto-Encore.
Ja, das ist ja immer das Hauptding. Dann Single Ray of Light Armin. Was macht der eigentlich nochmal? Genau, wenn der in der Hand auf die Stage kommt, dann darf man bis zu drei Karten vom Top, vom Deck aufdecken und eine gelbe Karte mit dem Namen, eine gelbe Karte oder eine Karte mit Anti-Titan Device Omnidirectional Mobility Gear nehmen, in die Hand nehmen und den Rest in den Waiting Room schicken und dann eine andere Karte von der Hand ebenfalls in den Waiting Room schicken. Dann habe ich hier noch Born in Ragak irgendwas Conny, dann der ist, wenn diese Karte angreift, darf man einen Cops-Charakter wählen und diese Karte bekommt X mal Power bis zum Ende des Zuges und X ist die Anzahl 500 mal den Number von anderen Cops-Charaktern. Also wenn ich vier noch andere habe, bekommt er 2000 dazu. Nein, bekommt er, ja genau, 2000 dazu oder 7000 für ein Level 1 oder 0 Dings. Das ist auch sehr gut. Dann habe ich hier noch Mischius Battle Chibi oder irgendwas Ehren, keine Ahnung. Er bekommt 500 für jeder andere Cops-Charakter. Also er hat einfach wieder 2000 oder 8000 für ein Level 1er. Da wird auch schon wieder etwas höher als der vorige Titan Ehren. Gut, dann haben wir hier noch eine Backup-Karte. Die ist sehr, sehr, sehr gut, weil wenn ein Charakter. Also man muss einen Charakter wählen. Und der Charakter bekommt dann die folgende Fähigkeit: Auto. Wenn diese Karte in den Waiting Room geschickt wird vom Feld, man kann ihn einfach diese Karte dann in der nächsten. Also man kann ihn dann einfach wieder zurückschicken, aber als so. Also es ist wie ein Encore mit null Kosten und null Stockkosten, null Handkartenkosten, einfach nichts außer dieser Karte. Dann kommen wir zu den Level 2er Karten. Und zwar am besten die zwei, die besten Level 2er Karten überhaupt. Null Kosten, man muss aber Level 2 sein und ein Charakter von mir bekommt 8000 Power dazu. 8000, das ist heftig. Dann habe ich hier Mikasa Ackermann. Diese bekommt 1000, wenn man zwei andere Cops-Charakter hat. Und hat Auto-Encore, einfach eine Karte von der Hand auf den Waiting Room schicken. Und wenn ein anderer Korps-Charakter attackiert, dann bekommt diese Karte auch 1000 nochmal dazu, bis zum Ende der Runde. Dann haben wir noch den Readiness-Ehren. Wenn der gegnerische Charakter Level 3 ist oder höher, bekommt diese 4000 Angriff dazu und ein Soul. Und er hat auch Auto-Encore einfach einen Charakter von der Hand in den Waiting Room schicken. Dann haben wir hier noch eine Direct Sword Mikasa. Also die Charaktere davor hier bekommen 500 mal den Charakter, den Level. Und ja, man kann auch ein paar Karten vom Breeding Room wieder in die Hand zurücknehmen, wenn man die Kosten zahlt. Und dann haben wir hier noch die Combos. Wer einmal Jose's Freedom Ehren, hat die Möglichkeit, diesen hier Level 3er, den Single Ray of Light Ehren Titan zu beschwören und der hat die Fähigkeit, den wieder zurückzubekommen irgendwie. Ist recht kompliziert, hätte ich mehr davon, würde ich mehr eingeben, habe ich aber leider nicht. Ich habe hier einfach nur mehrere Möglichkeiten hier drin. Okay, da haben wir noch einen Level 3er Resisting Fate Ehren. Der ist einfach nur so gut. Wenn der Gegner aber ein Level 3er Monster hat oder höher, da hat der minus ein Level in meiner Hand. Auch sehr gut. Dann 104th Cadet Corps Class Mikasa. Diese hat die Möglichkeit, die Resisting Fate Mikasa als Level 3er da zu holen. Und bekommt 2000. Wenn zwei oder mehr Korpscharakter noch da sind und noch andere Sachen. Dann natürlich die beste Strategie, einfach das, was man halt haben will in diesem Deck, ist, habe ich viermal halt den da drinnen, KT Humanity, Counter-Attack Eren, da brauche ich What We Should Focus On dazu in der Climax Area, um diesen hier zu beschwören, den Firm Will Eren Titan. Und der bekommt 1500 einfach so dazu. Und der verbannt die gegnerischen Karten, die er vernichtet. Das ist sehr gut mit 12.000, ja. Kann durchaus schon was reißen.
Und man beachtet natürlich Deckbox in Gelb, Hüllen in Rot, weil natürlich alles rot und gelb ist. Gut, das andere Deckprofil von dem Titanendeck wird hier oben auch überall angezeigt. Dann haben wir hier oder hier oder hier oder hier. Da, da, da. Und bis zum nächsten Mal.